Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte ein bisschen so über Wintermode, über Accessoires, über Winterteile sprechen, was ich so in den letzten Jahren gekauft habe und sich wirklich gut bewährt hat. Und es sind ein paar Mäntel dabei, ein paar Mützen, also Accessoires, Schuhe, auch Hosen und Pullis sind dabei. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt kein großer Winterfan, also ich mag ihn schon, aber mir ist er einfach zu lang. Aber was Mode anbelangt, muss ich sagen, hat der Winter viel zu bieten. Also ich mag Mäntel, man ist mit einem Mantel immer gut angezogen und vielleicht noch eine tolle Mütze dabei, Lederhandschuhe, sieht einfach immer elegant und gut aus. Und ja, ich würde sagen, wir starten euch schon mit dem ersten Teil. Und das ist etwas, was ihr vielleicht schon kennt, weil ich es schon mal in einem anderen Video gezeigt habe. Und das ist dieser, ja, dieser Blazer. Dieser Blazer Wintermantel von Another Stories in dieser Farbe. Und ja, also wirklich jeden Cent wert, habe ich rauf und runter getragen, sieht gut aus und ist ein bisschen teurer, aber wirklich, es lohnt sich, den auch zu kaufen. Wir haben gerade Sale, also ich weiß nicht, ob es den zurzeit gibt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ihn ja in Größe 32 gekauft, aber der wird wirklich jedes Jahr produziert, also vielleicht einfach im Herbst schon mal vorbeischauen, wenn ihr so mit dem Gedanken spielt, diesen hier zu kaufen. Also ich liebe vor allem Mäntel, wenn sie schön lang sind. Und den habe ich mir vor vielen, vielen Jahren mal bei Mango gekauft. Mango machen wirklich sehr schöne Mäntel, also im Allgemeinen. Auch die Qualität ist sehr gut. Und der passt auch farblich sehr, sehr gut zu meiner Neverfull. Also ich trage ihn sehr gerne in Kombination mit der Tasche. Und ja, also es ist wirklich so ein langer Mantel, ein schöner Mantel, ein Wollmantel und die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Ein Mantel, den ihr natürlich auch kennt, aber ich finde grundsätzlich einen schwarzen Mantel gehört einfach in jeden Kleiderschrank und der ist von Another Stories und der ist auch wirklich jeden Cent wert. Ja, also ein schwarzer Mantel hat man wahrscheinlich ein Leben lang und wenn man gut darauf schaut und da lohnt es sich vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen mehr in die Tasche zu greifen und ein bisschen ein teures Modell zu finden, aber da hat man wirklich ganz, ganz lang was davon. Eine Farbe, die meiner Meinung nach in keinen Kleiderschrank fehlen darf, vor allem was Mäntel anbelangt, ist dieser Camel Tone. Und meiner Meinung nach genauso wichtig wie ein schwarzer Mantel ist ein Mantel in dieser Farbe. Und ich habe jetzt diesen hier, habe ich vor vielen Jahren mal ein paar Tage gekauft, produziert aber immer wieder solche Art Mäntel. Aber ich habe auch noch einen längeren von Mango letztes Jahr gekauft. Die ganz klassischen Camel Mantel gibt es natürlich bei Max Mara. Ich habe ja selbst mal dort einen probiert, der war mir einfach zu groß. Aber wenn jemand damit nicht das Problem hat, dann lohnt es sich wahrscheinlich in so einen teuren Mantel zu investieren, weil man sieht einfach die Qualität, das sind wirklich wunderbare Mäntel. Und sie haben ja diese Camel-Mäntel, mit denen sind sie irgendwie berühmt geworden. Und auch diese Teddy-Jacken finde ich auch sehr schön, aber so ein richtig guter Mantel, wo man weiß, wo man eigentlich schon auf den ersten Blick sieht, dass der richtig teuer und qualitativ hochwertig ist, zahlt sich auf alle Fälle. Also sicher eine Investition fürs Leben. Dann habe ich hier so eine Aviator-Jacke. Also man sieht die ja auch bei Instagram sehr viel. Ich mag den Style sehr gerne. Es sieht ein bisschen lässiger aus, wenn man nicht immer Lust hat auf einen klassischen Mantel. Und ich habe für mich immer nie die richtige gefunden, weil es muss dann auch irgendwie gut aussehen. Ich habe diese jetzt bei Zara Kids gekauft im letzten Jahr und finde die ganz, ganz, ja, ganz schön. Und es ist halt mal was anderes, es ist lässiger, vielleicht noch mit so einer Raven-Brille, also das ist richtig cool und stylisch aus und finde ich auch, also passt, ja, also gehört wirklich meiner Meinung nach in jeden Kleiderschrank dazu, wenn man mal nicht so, nicht ganz so elegant unterwegs ist. Kommen wir zu weißen Mänteln. Ich muss ehrlich sagen, weiße Mäntel ist wirklich ganz, ganz schwierig, also ich tue mich sehr schwer, einen schönen weißen Mantel zu finden. Weil weiße Mäntel sehr oft billig ausschauen. So empfinde ich es zumindest. Ich habe den zwar letztes Jahr bei Zara gekauft, den musste ich dann auch ein bisschen kürzen und alles. Aber abgesehen davon wünsche ich mir so einen weißen Mantel, der richtig qualitativ hochwertig ist. Den habe ich für mich noch nicht gefunden. Also ich denke mir, heuer wird es nichts mehr. Aber für nächstes Jahr kommt er wahrscheinlich auf die Wishlist. Ich hätte gern einen richtig schönen weißen Mantel. Weil ich finde, weiß ist eine unterschätzte Farbe im Winter. Viele verbinden ja Weiß mit Sommer, aber ich finde, Weiß ist eine Farbe, die im Winter wunderbar funktioniert, mit allem eigentlich. Und wenn es nicht billig aussieht und
auch von den Materialien her gut verarbeitet sind, dann ist Weiß wirklich eine tolle Farbe für den Winter. Ja, machen wir weiter mit einer Jacke. Und das ist so eine Jacke, ja, ich weiß nicht, ich habe sie gesehen und ich musste sie haben. Und ich denke, dass so eine Art von Jacke braucht auch jede Frau im Kleiderschrank. Das ist so richtig schön kuschelig, so warm und ja, so richtig cozy. Also richtig würde man sich am liebsten dann mit einhüllen. Die habe ich im letzten Jahr bei Zara gekauft, aber ich finde so eine Fake Fur Jacke sehr schön und vor allem für den Winter. Und ja, habe ich zwar nicht so oft an, aber ich finde sie einfach schön. Ich mag auch die Farbe sehr gerne und ja, also so eine Jacke natürlich ist auch immer wieder eine tolle Alternative zum Mänteln. Ich habe jetzt zwei Pullis für euch rausgesucht. Und zwar dieser Pulli, den liebe ich. Also den habe ich letztes Jahr bei einer Modebloggerin gesehen. Der ist von Mango, den hatte ich dann auch mit in Lappland. Ich mag dieses Modell sehr gerne, also vor allem in dieses Muster. Und also vor allem auch diese Farben. Und ich habe mir heuer bei Zara so einen Pulli gekauft mit Kaschmiranteil. Ich muss sagen, das zahlt sich ab und zu mal aus, einfach ein bisschen einen teuren Pulli zu kaufen. Und Kaschmir ist einfach ein wunderbares Material, weil es auch nicht kratzt. Also ich finde so kratzige Pullis sehr unangenehm, weil ich auch sehr empfindlich bin. Und da lohnt es sich vielleicht einen Pulli weniger zu kaufen und dann in gutes Material zu investieren. Wenn wir von Winter sprechen, dann gehört für mich zumindest immer Thermounterwäsche dazu. Also Thermounterwäsche ist für mich im Winter ein Must-Have. Vielleicht nicht unbedingt modetechnisch, aber ja, also wenn man den Winter überleben will, auf alle Fälle. Ich mache ja sehr viel Sport auch im Freien und da kann ich auf Winterunterwäsche nicht verzichten. Und diese hier sind von Odlo, aber das bekommt man irgendwie in jedem guten Sportgeschäft zu kaufen. Und ja, zahlt sich aus, also Skiunterwäsche, Winterunterwäsche, wie auch immer, brauche ich, um den Winter allgemein zu überleben. Ich habe jetzt noch ein paar Thermo-Leggings für euch. Und zwar diese hier. Also ich liebe Leggings, vor allem auch im Winter. Im Winter ist es nur so, dass sie manchmal zu kalt sind. Und ich habe diese hier von Calzedonia gefunden. Habe ich übrigens in drei Farben. Und die sind innen drin so richtig schön warm und gut verarbeitet. Und verlinke ich euch natürlich. Aber so Thermo-Leggings finde ich für den Winter wirklich sehr schön. Und ich habe sie jetzt, ja, ich habe sie in drei Farben. Also in beige, in schwarz und so in einem Mokkaton. Also ich glaube, die bieten ja eigentlich, ich glaube Amazon findet, hat auch immer so diese Thermo-Leggings, aber es zahlt sich wirklich aus, weil ja, also frieren ist nicht wirklich meins. ich habe noch ein paar Accessoires für euch und vor allem Mützen. Ich bin großer Mützenfan, ich muss mir alle Jahre ein paar Mützen dazu kaufen. Das ist zum Beispiel eine von H&M, habe ich aber auch schon viele, viele Jahre. Aber gibt es immer wieder neu im Sortiment. Diese hier habe ich auch heuer bei Zara gekauft. Finde also wirklich eine tolle Qualität und sind auch sehr warm und weich. Und neu dazu gekommen ist auch diese Mütze von Arket. Und ja, die ist auch wunderbar verarbeitet, eine gute Qualität, auch sehr schön warm. Es ist übrigens Alpaka-Wolle. Und Arket ist nicht gerade eine sehr günstige Marke, aber ab und zu kaufe ich mir da mal was und vor allem was so Accessoires anbelangt. Ich habe mir noch eine andere Mütze bei Arket gekauft, habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen und das ist diese hier. Hat so ein bisschen Russen-Style, aber ich habe sie bei einigen Modebloggerinnen gesehen und ich fand die irgendwie so schön und so anders. Man sieht diese Jacken jetzt häufiger und ist immer was anderes wie die ganz anderen Mützen und ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie die aussieht. Also ich muss ehrlich sagen, mit dem richtigen Outfit sieht die einfach cool aus. Also ja, ich mag die einfach. Also es ist richtig, gibt es auch bei Zara ein ähnliches Modell, aber ich habe das gesehen und ja, finde ich, gehört auch so mittlerweile so ein Winter-Must-Have. Ich habe hier noch Leder, das sind jetzt nicht die richtigen Lederhandschuhe, habe ich mal bei H&M gekauft, aber ich finde auch so Lederhandschuhe werten auch jedes Outfit auf, vor allem ein elegantes, wenn man einen schwarzen Mantel anhat, dann schöne Lederhandschuhe, natürlich wäre es besser, wenn sie echtes Leder sind, die waren ganz billig, aber natürlich wäre das auch eine Investition
Und ich bin auch jemand, der wirklich sehr schnell bei den Händen friert. Ich habe manchmal auch zwei Paar Handschuhe übereinander an. Aber ich finde halt vor allem modetechnisch so Lederhandschuhe sehr, sehr schön. Ich habe noch ein paar Schuhe für euch und dann ist Schluss. Und zwar diese wunderhübschen Mini-Moon-Boots. Ja, ich mag die sehr. Ich habe mir die letztes Jahr, ich glaube im Februar, gekauft, als ich wusste, dass ich nach Lappland fahre. Ich wusste, ich brauche einfach warme Schuhe und ich hatte als Kind die große Variante, also diese längeren, und sah einfach immer klobig aus. Und als ich dann gesehen habe, dass sie noch eine Mini-Variante machen, dachte ich mir, das könnte was sein. Und ich habe sie danach auf Instagram ein bisschen geschaut und ich wurde dann bei Zalando fündig. Also ich habe sie bei Zalando gekauft und ja, gibt es in mehreren Farben und ich glaube, die kosten bei 136 € oder so. Und ja, also von den Größen ist es so, die haben so mehrere Größen, ist eine Einheitsgröße. Also diese Mumbus, ich habe ja 37 und diese Größe geht von 36 bis 38. Und die gehen perfekt. Also man kann sie dann auch noch ein bisschen verschnüren. Jetzt natürlich kann man damit jetzt nicht große Wanderungen machen, habe ich jetzt zwar auch schon mal gemacht, aber würde ich es nicht so empfehlen. Aber so für einfach ein bisschen Spaß in der Kälte und im Schnee sind die wunderbar. Natürlich muss man aufpassen, weil der Schnee da auch reingeht, weil sie jetzt nicht so hoch sind. Aber ja, halten halt wirklich sehr schön warm und sehen auch stylisch irgendwie ganz gut aus. Also ich finde, so mit Leggings, so Thermo-Leggings sieht das auch sehr gut aus. Und ja, ich mag sie auch in anderen Farben. Also vielleicht kaufe ich mir noch so eine Eyecatcher-Farbe. Mal sehen. Aber die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.